Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Weitblick, die Welt von innen. Galiläa, dieser Name hat für Christen in aller Welt eine ganz besondere Bedeutung. Doch wer heute in Galiläa, wer heute im Heiligen Land lebt, der hat gerade als Christ mit großen Existenzsorgen zu kämpfen. Und auch in der Heimat des Völkerapostels Paulus, in der heutigen Türkei, werden Christen noch immer fundamentale Rechte verweigert. In Augsburg veranstaltete das Hilfswerk päpstlichen Rechts Kirche in Not eine vielbeachtete Podiumsdiskussion zum Thema Heiliges Land, Exodus der Christen. Sehen Sie nun eine knapp 30-minütige Zusammenfassung. Ich wünsche, ich hätte Zeit, besser Deutsch zu lernen, aber ich habe viel mehr Schwäbisch gelernt als Deutsch. Deshalb, Sie verzeihen mich, wenn ich in Englisch spreche. Und wenn Englisch ist schwierig, dann werde ich auf Arabisch wenden. So besser in Englisch. Ladies and Gentlemen, it is my great privilege to stand meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist für mich ein großes Privileg, heute vor Ihnen stehen zu dürfen und mit Ihnen über ein Thema zu sprechen, das eines der wichtigsten Themen ist. Es ist einer der wichtigsten Konflikte des vergangenen Jahrhunderts. Dieser Konflikt hat sowohl direkte als auch indirekte Auswirkungen auf die gesamte menschliche Gesellschaft. Die Zerstörung der Kultur im Mittleren Osten und die Destabilisierung sowie der Angst vor dem Terror im Westen und auch die großen Sorgen und Befürchtungen im Westen, die dann zum Krieg durch die Vereinigten Staaten führen. In the United States. How can I introduce this long conflict between my Israeli brothers and sisters and my Palestinian people? Wie soll ich Sie in diesen Konflikt, in diesen langen Konflikt einführen, den Konflikt zwischen meinen israelischen Brüdern und Schwestern und meinem palästinensischen Volk? Was auch immer ich sage, die Beziehung zwischen den Palästinensern und den Juden heutzutage ist so kompliziert. Wer ist im Recht? Wer hat Unrecht? Das sind viele Fragen, die schwer zu beantworten sind. Und das ist so, weil es zwei Versionen des Rechts gibt. Beide haben Recht und beide setzen sich so dafür ein, dass es zu diesem Konflikt kommt. Jedes Mal, wenn ich über diesen Konflikt und dieses Thema spreche, dann diesen israelisch-palästinensischen Konflikt, dann habe ich den Eindruck, dass ich die eine oder andere Seite mit meinen Worten verletzen werde. Aber ich werde dennoch nicht aufhören, über diesen Konflikt zu sprechen. Denn ich verspreche Ihnen hiermit, dass egal was ich sage, ich es ernst meine. Meine Bestreben kommt aus einer Sehnsucht heraus, dass ich eine Lösung für diesen Konflikt finden möchte. Ein Konflikt zwischen diesen Brüdern, beide Söhne Abrahams, damit sie gemeinsam sich gegenseitig erkennen und gemeinsam einen Weg finden, die Geschichte für ihre Kinder in der Zukunft vorzuschreiben. So that they can recognize each other today together, write the future history of their children. Ladies and gentlemen, the best way to introduce the complexity and at the same time the complementarity of that very complex conflict would be to introduce myself. Who I am. I am. Der beste Weg, diesen Konflikt also zu erklären, diesen komplementären Konflikt, ist, mich Ihnen selbst vorzustellen. Wer bin ich? Ich bin an sich eigentlich ein lebender Beweis des Konflikts, des Durcheinanders. Ich bin Palästinenser und ich bin stolz darauf, Palästinenser zu sein. Ein palästinensischer Araber. Ein palästinensischer Araber, der
auch Arabisch spricht. Und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen Arabisch sprechen. Sie denken sicher, das ist eine schwierige Sprache, doch so schwierig ist sie nicht. Wenn Sie sich trauen, kommen Sie morgen mit mir zurück nach Galiläa und sehen Sie dort, wie einfach unsere Sprache ist, denn all unsere kleinen Kinder können sie schon. Ich kann also Ihnen sagen, dass auch die deutsche Sprache nicht so einfach ist, so schön sie auch sein mag, aber sie ist auch eine sehr schwere Sprache. Ich bin also ein Palästinenser, ein Araber und ein Christ. Dieses Christ macht das ganze Bild von mir noch etwas komplexer. Ich gehe davon aus, dass es so ist, dass man immer annimmt, dass die Palästinenser Muslime sind. Muslime, die bereit sind zur Gewalt. Sie sind die Teufel in unserer Welt. Aber das ist falsch. Es ist nicht wahr. Vor 70 Jahren war es doch noch so, dass der Jude das Böse war. Es hieß der schmutzige Jude. Ich bin sehr froh darüber, dass es nur 4 bis 5 Jahre gedauert hat, dass dieses Bild weit verbreitet war. Seither hat sich einiges getan. Die Juden werden nun betrachtet als die heiligen Menschen. Egal, was sie tun, es ist immer richtig. Und die Palästinenser müssen die Rechnung dafür bezahlen. Sie müssen das schlechte Gewissen darstellen in unserer Welt. Heute bin ich also der schmutzige Araber, der Terrorist. Aber ich komme aus einer Nation, die ich, so möchte ich sagen, die als terrorisiert betrachte. Die palästinensischen Araber, die auch Christen sind, werden nicht als Christen geboren. Ich wurde nicht als Christ geboren. Und ich danke Gott dafür und habe dies getan an dem Tag, als mir das klar wurde, dass ich nicht als Christ geboren wurde. Oh, I was not born Christian. The day I discovered that I was not born Christian, I gave thanks to God. I don't know what about you, people of Germany, of the big West. Were you born Christians or you were like me? I was born a baby. And only a babe. With a birth certificate, I was created. Ich weiß nicht, als was Sie geboren wurden oder ob Sie bereits Christ waren bei Ihrer Geburt. Ich war einfach nur ein Baby. Ich hatte also diese Geburtsurkunde und war demnach einfach ein Kind Gottes, nicht weniger und nicht mehr. Ich bin ein palästinensischer, arabischer Christ und wir müssen alle sagen, wir Palästinenser, dass wir nicht den Schweizern danken dafür, dass wir jetzt die Uhren am Handgelenk tragen, denn dadurch hat sich unser Zeitgefühl und Zeitverständnis komplett verändert. Denn was sind 1000 Jahre? 1000 Jahre sind in Gottes Augen ein Tag. 2000 Jahre zurück, das war also im Prinzip vorgestern. Dort war Jesus. Jesus, ein Mann, der die Kinder um sich herum beobachtet hat, die Jungen und Mädchen, und in ihnen das gesehen hat, was sie waren. Und aus diesen Bildern in seinem Umfeld die Parabeln für das Königreich des Himmels geschaffen hat. 12 Männer kamen, um ihn zu sehen. 12 Männer, meine Vorfahren, Fischer in jener Zeit, haben ihm zugehört, den Worten Jesus gelauscht, und sind ihm gefolgt nach Jerusalem, weil in ihre Stadt. Dort sind sie hingekommen und ich bin mir sicher, dass sie jetzt sich dafür nicht sehr gut fühlen, schuldig fühlen und verantwortlich fühlen, aber die Stadt, in der Jesus dann gekreuzigt wurde. Am dritten Tage ist er auferstanden und seither weilt er unter uns lebendig und hat uns weiter geleitet. Er kam zu seinen Jüngern, die verängstigt waren, die sich verschlossen haben hinter Türen, kam und hat ihnen den Heiligen Geist gebracht. Wer von Ihnen kann mir erklären, was der Heilige Geist ist? Das kann man mit der deutschen Sprache so nicht ausdrücken. Man müsste Aramäisch oder Hebräisch sprechen, um dies wirklich zu verstehen. Es heißt Wind. Er hat Ihnen Ihren Wind gesandt, einen starken Wind. Und was ist ein starker Wind? Es ist ein Sturm, der durch Ihre Geister ging, durch Ihr Verständnis ging und all das mitgenommen hat, was Vorurteil ist, was vorgefestigte Meinungen sind. So damit dann seine Jünger in die Welt gehen konnten und das predigen konnten, was er ihnen gesandt hat. Eine neue Vision für die Menschheit. Sie sind demnach das erwählte Volk.
And when the wind becomes strong, it's a storm. He stormed their minds, and cleansed their minds from all their prejudices and preconceived ideas. And they start preaching all over the world, there is a new vision for humanity. There is a new chosen people. Many among you have been in the Holy Land. I suppose almost all of you would like to go and visit the holy places. What a noble feeling and ambition is that? Come over, visit the shrines, visit the holy places, visit the antiquities, the stones and the dirt of the Holy Land. But do not do that alone. Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen bereits ins Heilige Land gereist sind. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen auch gern zu den heiligen Städten zurückkehren würden. Das ist eine Motivation, die ich unterstütze. Kommen Sie zu uns. Gehen Sie zu den heiligen Städten. Gehen Sie an die antiken Orte und betrachten Sie die Steine der heiligen Städten. Aber tun Sie dies nicht alleine. Gehen Sie nicht alleine zum heiligen Grab und reiben Ihre Hände an den Marmor. Vergessen Sie dabei auch nicht, dass dieser Marmor noch nicht ganz so lange da ist. Der wurde nämlich vor nicht allzu langer Zeit aus Italien eingeführt. Und für diejenigen unter Ihnen, die Latein können, werden dort auch eine Inschrift sehen, die sie daran erinnert, dass diese Inschrift ist abgedeckt und recht dunkel mit Wachs überlaufen, dass er nicht dort ist. Er ist auferstanden. Was machen Sie also an diesem Ort, wo er gar nicht ist? Was wollen Sie dort? Machen Sie, dass Sie möglichst schnell wieder rauskommen, denn ansonsten werden auch die orthodoxen und franziskanischen Mönche recht nervös, wenn Sie zu lange bleiben. Gehen Sie also raus und besuchen Sie Galiläa. Galiläa, wo heute ca. 90% der Christen im Heiligen Land leben. Bleiben Sie aber auch dort nicht allzu lange, denn wir haben unsere eigenen Probleme und brauchen nicht noch Ihren Beitrag dazu. Wir brauchen keine weiteren Menschen mit Behinderung, keine verwaisten Kinder weitere. Wir brauchen auch keine weiteren Witwen. Gehen Sie also zurück, möglichst schnell zum Flughafen und reisen Sie zurück in Ihr eigenes Galiläa, nach Deutschland. Welchen Wert haben die heiligen Städte, welchen Wert hat das heilige Grab, wenn keiner mehr da ist, um deren Geschichte zu erzählen? Wir palästinensischen Christen waren nie große Philosophen. Wir waren über 2000 Jahre lang viel zu sehr damit beschäftigt, die Geschichten zu erzählen, die Geschichten der heiligen Orte. Die Geschichten um Jesus, der kam, nach Jerusalem ging, gekreuzigt wurde und am dritten Tage auferstand. Er ist auferstanden und ist seitdem unter uns. Wenn Sie also nach Israel reisen, wenn Sie nach Palästina reisen, dann kommen Sie und verbringen Sie einen halben Tag, einen ganzen Tag vielleicht in einer christlichen Gemeinde und hören Sie unsere Geschichte. Wir brauchen Sie dort, wir möchten Ihre Gastgeber sein, wir brauchen Sie als Gäste, um mit Ihnen gemeinsam eine Gemeinschaft der Solidarität zu begründen. Das würde auch die Immigration aus Israel unterbinden. Besuchen Sie also die heiligen Städte, vergessen Sie dabei aber nicht, die lebenden Steine zu besuchen. Ich freue mich, dass in den vergangenen Jahren eine Entwicklung stattfand, dass die Bischofskonferenzen der deutschen, österreichischen, italienischen, amerikanischen Bischöfe vermehrt in Galiläa, in Israel stattfanden, in Palästina stattfanden. Die Bischöfe haben sich dann immer die Zeit genommen, kurz bei uns vorbeizuschauen. Doch diese kurzen Besuche, die bringen uns nichts. Wir brauchen, dass die Bischöfe länger bei uns bleiben, mit uns beten, unsere Geschichten anhören, unsere Probleme sich zu Herzen nehmen und uns dann ermutigen dazu, in dem Land zu bleiben, in Galiläa, in Palästina zu bleiben. Wir leben die Geschichte, die vor vielen Jahren, vielen Jahrhunderten mit Jesus begonnen hat, und wir folgen in seinen Fußstapfen. To one or the other of the Christian communities. We do not need their appearance. We need their long visit to come, pray with us, share our food, listen to our concern and encourage us to stay at home
in Galilee, in Palestine, continuing the procession of Christianity since Jesus came and we followed him. Dankeschön, Erzbischof Shakur. Dankeschön, Frau Stöcklin. Bevor wir noch eine weitere Stimme aus dem Heiligen Land hören, müssen wir den Begriff Heiliges Land kurz ein wenig erweitern. Denn in der ganzen Region gibt es viele Kirchen, altorientalische Kirchen, die zu den ersten Christengemeinden gehören. Auch diese Christen dürfen wir nicht vergessen, denn wenn wir das tun, dann könnte das passieren, was wir in der Türkei erlebt haben. Wer bringt heute die Türkei noch in Verbindung mit Christentum? Dieses Schicksal droht vielleicht auch dem Irak, denn dort ist die Lage gerade besonders schlimm. Christen werden dort verfolgt. Der Begriff Märtyrer hat wieder eine ganz neue Bedeutung bekommen, das vor den Toren Europas. Und Professor Hans Hollerweger von der Initiative Christlicher Orient kennt sich dort bestens aus. Bitte, Herr Professor, einen kurzen Überblick über die Lage jetzt im Irak, wenige Wochen nach dem Tod von Erzbischof Racho. Am nächsten Freitag werde ich wieder in den Nordirak fliegen und ich freue mich darauf. Ob Sie das verstehen oder nicht, aber ich freue mich darauf. Nun, Sie wissen, ganz kurz möchte ich das sagen, Sie wissen, der südliche, schiitische, der Süden des Irak ist schiitisch, in der Mitte die Sunniten und im Norden die Kurden. Und wenn ich von Nordirak spreche, dann meine ich das kurdische Autonomiegebiet und dann meine ich auch noch so eine Zwischenzone nördlich von Irak, die Ninive-Ebene oder auch das Gebiet um die Erdölstadt Kirkuk herum. Nun, hier laufen die Uhren anders als im übrigen Irak. Im Nordirak ist es im Großen und Ganzen sicher und darum hören Sie auch nichts vom Nordirak. Sie hören nichts davon, weil es dort eben keine täglichen Bombenanschläge gibt und so. Nun, im Nordirak leben ungefähr 6 Millionen Kurden und 200.000 Christen. Die meisten gehören zur chaldäisch-katholischen Kirche, andere zur Kirche zur alten Kirche des Ostens oder zur syrisch-orthodoxen und syrisch-katholischen Kirche, zu den Armeniern und so weiter. Und im Nordirak leben auch ca. 30.000 Flüchtlinge, vor allem aus Bagdad und aus dem ganz benachbarten Mosul. Und um diese Flüchtlinge geht es, die einerseits bei Verwandten wohnen oder die irgendwo oft auch teure Wohnungen angemietet haben oder sie leben in neu aufgebauten Dörfern, die die kurdische Autonomiebehörde eben aufgebaut hat, haben dort auf Grund und Boden. Ich erinnere mich an wunderbare Äcker, die dort sind, aber sie haben keinen Traktor, sie haben keine Maschinen. Sie wissen, wie man Landwirtschaft betreibt und dennoch können sie diese Äcker und Felder nicht benutzen, weil sie einfach die notwendigen Gerätschaften nicht haben. Ich muss mich wirklich sehr, sehr kurz fassen und kann das nicht weiter ausdehnen. Aber das sind Flüchtlinge, die noch im Lande leben. Sie sind noch im Irak. Und deshalb wäre es besonders sinnvoll, diesen Flüchtlingen, die noch im Irak leben, eine Zukunft aufzubereiten, vor allem indem man ihnen hilft, dass sie eben selber Projekte entwickeln und dass man ihnen Kühe und Schafe kauft oder einen Traktor, den sie brauchen, oder medizinische Betreuung oder Wasserversorgung oder Fahrtkosten für Schüler und dergleichen. Es soll nicht so sein, und das ist genau das Gegenteil von Solidarität, wenn wir in Zeitungen lesen, mit den Christen im Irak geht es zu Ende. Die bekennen sich zum Christentum. Die sagen, der Irak ist unser Land. Wir bleiben hier.
Die haben den Mut, das zu sagen. Auch der ermordete Erzbischof hat es sehr deutlich gesagt. Wir bleiben hier und wir wissen es ganz genau mit den Christen. Im Irak geht es zu Ende. Das ist alles andere als Solidarität, sondern das ist entmutigend für die dortigen Christen und das ist auch entmutigend für uns hier. Denn was soll er noch lang helfen, wenn es sowieso zu Ende geht mit den Christen im Irak? Versuchen wir wirklich, echte Solidarität mit ihnen zu haben und in der Hinsicht vom Schlafe aufzustehen. Es war sehr, sehr kurz. Ich danke dafür. Vielen Dank, Herr Professor Hollerweger. Wir wollen eine weitere Stimme aus dem Heiligen Land hören. Eine deutsche Stimme, wie man unschwer erkennen kann. Ein Franziskaner, Pater Robert Jauch, ist bei uns. Und die Franziskaner, Pater Robert, die sind ja schon seit Jahrhunderten die Hüter der heiligen Stätten. Das heißt, sie sind auch für den Dialog mit anderen Religionen zuständig. Sie spielen eine wichtige Rolle im Zusammenleben der Menschen. Wie wirkt sich das aus oder vielmehr gefragt, wie würde es sich auswirken, wenn die christliche Präsenz weiter abnehme? Würde das nicht nur im Heiligen Land, sondern insgesamt die Bipolarität der Welt weiter verschärfen? Das kann ich nicht so sicher sagen. Ich weiß nur eins, dass ich manchmal im Gespräch mit Palästinensern sage, er soll ruhig Mut haben, in seiner Heimat zu bleiben. Es gäbe auch welche, die freiwillig dorthin gehen. Die Franziskaner sind ungefähr 300 Mitbrüder im Nahen Osten und aus über 30 Nationen. Und wir versuchen da unseren Dienst zu tun. Seit vielen Jahrhunderten, in der ganzen Zeit der muslimischen Herrschaft im Heiligen Land, offiziell seit 1342 durch Auftrag des Papstes, Clemens VI., der gesagt hat, bitte, Franziskaner, bleib doch an den heiligen Stätten, auch wenn im Moment wenig Christen da sind. Und ich habe den Eindruck, dass diese uralte Urkunde, diese Bulle Gratias Agimus von 1342 heute noch nachwirkt. Heute noch ist das eine Motivation, im Namen des Papstes, im Namen der ganzen Kirche, stellvertretend für die Kirche, doch den Dienst zu tun, auch an den heiligen Stätten. Bischof Elias Shakur, das ist ein schwerer Dienst und ich würde mich freuen, wenn alle den auch mit unterstützen durch ihr Wohlwollen. Auch Hilfswerke wie Kirche in Not, Frau Siebrecht, müssen helfen, müssen die Zeichen der Zeit erkennen. Das versucht Kirche in Not. Eine Delegation war im Heiligen Land, war auch beim Heiligen Vater. Ich glaube, Herr Rötlin war dabei. Und der Heilige Vater hat Kirche in Not das Heilige Land besonders ans Herz gelegt. Sie sollen sich besonders für das Heilige Land in der nächsten Zeit einsetzen. Wie wollen Sie diesen Wunsch Papst Benedikts umsetzen? Der Papst hat es gesagt, wir werden es weitermachen. Aber ich denke, wir helfen schon lange im Heiligen Land mehr auf pastorale Projekte. Und jetzt sehen wir auch die Notwendigkeit mehr auf Hilfe, damit die Christen dort bleiben. Nicht nur, wir machen natürlich weitere pastorale Projekte, helfen für Kirchenbauten und Gemeinden und viele anderen, aber auch jetzt mehr in Projekten, damit die junge Familien vor allem in dem Land bleiben und auch eine Zukunft sehen. Ich meine, ich kann jeder jungen Vater oder Mutter verstehen, der sagt, also ich möchte für meine Kinder eine Zukunft aufbauen und dann muss ich das auch können. Und dabei wollen wir helfen. Aber was wir auch noch von Ihnen alle brauchen, glaube ich, was noch sehr wichtig ist, ist, dass wir mit diesen Christen im Heiligen Land auch im Gebet vereint sind. Ich denke, das Gebet wird auch viel, viel mehr bringen, öfters als einfach Geld. Geld ist wichtig, aber auch wirklich Solidarität und Freundschaft zu den Christen im Heiligen Land. Und nicht nur im Heiligen Land, auch im ganzen Mittleren Osten. Weil die Lage
vom Heiligen Land hat viele Auswirkungen auf alle Christen in den anderen Ländern vom Mittleren Osten. Wenn Frieden im Heiligen Land sein wird, dann wird auch Frieden in den anderen Ländern. Und gerade für die Christen ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Also wir versuchen, alle Christen in dieser Region zu helfen, damit die alle in ihrem Land bleiben können. Und sie haben das Recht, dort zu sein, genau wie jeder andere. Und das sind die Leute vom, der Boden ist ihren und die sollen auch da bleiben. Und Kirche in Not will alles daran setzen, dass die Christen im Heiligen Land und im ganzen Mittleren Osten bleiben. Vielen Dank, Marie-Ange Siebrecht. Damit sind wir jetzt am Ende unseres Podiums. Es war, wie gesagt, ein bisschen orientalisch, deswegen haben wir auch ein bisschen überzogen. Aber ich hoffe, dass Sie zumindest einige Impulse mitnehmen konnten, vielleicht auch für Ihre Hilfe. Es gibt verschiedene Arten, wie man Solidarität zeigen kann. Der Besuch der Christen dort ist sicherlich eine und sicherlich auch die Erkenntnis, dass das Heilige Land kein Land von gestern ist, sondern wir alle wissen, das Grab ist leer, Christus ist auferstanden, lebt unter uns, lebt unter dem Christen im Heiligen Land. Nehmen wir das von dieser Stelle hier mit. Ich danke allen Teilnehmern hier für ihre Beiträge, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Herzlichen Dank.